Hallo Freunde und willkommen zu einer weiteren heiteren Folge Dead Light. Ja, wir befinden uns im Schatten in einem Krankenhaus mit Schatten. Und ja. Und dieses Krankenhaus ist quasi zu einem Friedhof geworden. So, was haben wir hier oben? Komme ich darüber? Ja, ich komme darüber. Ich will aber wissen, was da unten ist, bevor ich There's the darüber pharmacy. I need antibiotics and something to close up Ben's wounds. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, die Idee, Antibiotika finden. Kakerlaken auf dem Boden, sehr schön. Ey, diese Details in dem Spiel teilweise sind echt klasse. That's everything. Let's get out of here. So, das letzte, sehr schön. Ah ne, also das mit den... Was sind da unten viele Zombies, ey. Alter Schwede. Hopp. Okay, Antibiotika haben wir. So, erstmal ein paar Jungs aufgeweckt. Das macht Spaß. Also die Leute momentan, oder die Zombies momentan in Abgründe zu jagen, ist das Beste, was du machen kannst. Aber auch lustig irgendwo. So, nächste Tür. Der lebt nicht mehr. Der steht auch nicht mehr auf. Der Ausweis eines Fremden. Ihr Name lautet Carla L. Homolaka. Homolka oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ich habe immer echt... Also ich muss sagen, ich habe immer Schiss, dass wenn ich so eine Tür öffne, dass das total in die Hose geht, dass da irgendwie 500 Zombies vorstehen. Okay, jetzt bin ich hier oben. Alles klar. Springen wir mal darüber. War nichts wie weg. Ich weiß nicht, wie gut das hält. Solche Fahrstühle sind ja auch prädestiniert dafür, in solchen Spielen Abgang zu machen. Wenn man gerade drauf steht. Ui, jetzt haben wir natürlich das gemacht, was ich eigentlich wollte. Aber instinktiv das Richtige. Ich bin echt ein Held, Leute. So. Na, jetzt. Ich hab mich gerade noch gelobt. Und bei dies bin Arsch. So, die nächste Tote. Die Uhr des Arztes, auf der der sich auf die Unsterblichkeit gefreut hat. Sie ist um 0 Uhr 2, also 0 Uhr 2 stehen geblieben. Der Arzt, der sich auf die Unsterblichkeit gefreut hat. Ist natürlich auch süß. Okay, und jetzt? Ist das jetzt der Arzt gewesen? Soll ich jetzt da runterrutschen? Ich muss zurück zu Ben, ne? Oder? No risk, no fun. Uah, no risk, no fun! Lauf, Junge, lauf! Aua, ich bin gestolpert. Ah, nein, ich... Und, okay, weiß ich Bescheid. Ich muss mich eventuell durchballern. Und dafür werde ich die gute Shotgun, die gute Shotgun nehmen. Oder auch die Shotgun. Ich weiß ja nicht, wie lange die hält. Vielleicht ist das Ding ja nur ein Zerschrott. Ich sollte beliebige Taste drücken. Vom lauter Gefasel vergesse ich die Taste zu drücken. Hier oben bin ich. Okay. Die Kollegin habe ich schon. Voller Action. Klick. Also ich werde trotzdem noch mal darüber klettern. Muss ich ja eh. Da komme ich gar nicht mehr hoch drum rum. Auf. Zack. Aber voll die Action-Musik am Start. Aber jetzt fängt das schon wieder an. Ich hält. Ich weiß nicht, ob ich die Uhr schon habe. Doch, die Uhr habe ich schon. So, jetzt geht's runter. Und, ah, ich habe was vergessen. Genau, los geht's. Lauf, Kollege, lauf, lauf, lauf. Lass mich los, du Drecksack. Ah, ich stö... Shit. Raus hier, raus. Get out of here, quick. Raus, 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 raus. All this should make you feel better. I think so, Randy. I think
think I'm feeling better. Although I would have liked to see one of those nurses show up from back in the old days. Oh, those uniforms. You remember how to do it? If there's gas in it, I promise you I can fly this thing. Okay. Bingo! What did I tell you, buddy? If they've taken her to the safe point, from the air we'll be able to... find her! Ben, are you okay? I'm a little dizzy, and I'm sad, Randy. I miss my wife. I want to be with her again, buddy. I'm tired of this job. Think at least she didn't have to go through all of this. We're like old men, aren't we? All our talk is filled with the dead. All the people we loved, not around anymore. We're alone. Look, Randy, the safe point. You should be able to find them from there. At least I brought you this far. Ben, are you okay? Ben! Ben! Wake up! Alter. Oh mein Gott, ich lebe noch. Ben, geht's dir gut? Oh shit. Wo bin ich hier? Ja, das war ja ein... Nicht so eine grandiose Flucht aus dem Krankenhaus. Und jetzt sind wir mit dem Helikopter abgestürzt. Was mit Ben ist, weiß ich nicht, ob der noch lebt. Wait. This is my neighborhood. This is my street. I don't like this. Und jetzt bin ich in einer Art Traum. Und im Hintergrund diese riesigen Zombies. Riesigen Schatten. Das Gerät ist erstmal drei. Also es macht immer super Spaß. Also ich habe das immer geliebt auf dem Spielplatz. Das weiß ich nur ganz genau. Mal so lange drehen, bis man sich selber nicht mehr auf die Beine halten konnte und dann umgekippt ist. Aber Alter, jetzt rastet das Ding ja völlig aus. Schaukel. This was the day. The day the shadows destroyed our town. Aha. This is my home. I don't want to go inside. Ja, als hättest du eine Wahl. Die hab ich ja noch niemals. Okay. Da flimmert der Fernseher. Gehen die Treppe mal hoch. Schreie. Shannon! Lydia! Ich kann nicht rennen, ich kann nur gehen. Die Tapete fällt von den Wänden. No! This isn't how it happened. Tür wackelt. You weren't here. Ich muss gleich mal einen Schluck trinken, glaube ich. Mein Mund ist ganz. Okay, ich werde wieder wach. It hurts more and more to think about them. Also ich habe das Gefühl, es wird. Oh mein Gott. Es wird, je näher wir dem Traum, also je mehr wir von diesen Sachen träumen, das ist Ben. Das Militärabzeichen der Green Berets von Bens Windjacke. Es wird mich an meinen einzigen Freund aus Hope erinnern. Ja, Ben hat's nicht überlebt. Er ist in dem Helikopter gestorben. Ruhe in Frieden, Ben. Naja, gut. Und bei jedem Traum habe ich das Gefühl, wir kommen der ganzen Sache immer ein bisschen näher, was mit meiner Familie ist oder was wir da herausgefunden haben. Ben died in the accident. Und mir beschleicht gerade persönlich so ein ziemlich schlechtes Gefühl. Und warten wir es mal ab, was uns Bloodstained fragments from the safe point. Where we lost lie. It looks overrun. Shadows can't be stopped. Schatten lassen sich nicht aufhalten. So scheint es auszusehen. Und ich habe so auch ein Gefühl, dass bei der ganzen Sache mit meiner Familie... Naja, warten wir erstmal ab, holen die nicht schon wieder einen Helikopter. Nicht schon wieder ein Helikopter. Da ist wieder die amerikanische Flagge. Verkehrt rum.
alles wie ausgestorben. Entschuldigung, wenn ich euch jetzt hier die Ohren voll huste. Ich habe nur leider nichts zu trinken hier. Ich muss gleich erstmal bei den nächsten Folgen Päuschen mir was zu trinken holen. Das kratzt halt gerade ziemlich im Hals. Oh, hier gibt's was zu. Der Ausweis eines Fremden. Der Name lautet Aha de Salvo. De Salvo. So, jetzt stehen wir hier vor der Berliner Mauer. Ach, da geht's doch durch. Okay, das war ja einfach. Wenn das früher auch so einfach gegangen wäre. Naja, es gibt zumindest kein Zurück. Ich gehe mal lieber vorsichtig voran. Was habe ich denn eigentlich für eine Waffe gewählt? Die Pistole. Da habe ich auch nur 5 Schuss. Ach, ich glaube, keiner bin ich wirklich besser dran. Weil das müssten eigentlich Mauern sein, die die Zombies abhalten würden. Oh, oh, oh. Come on. Okay, der steht nicht auf. Wurde hier schon mal gesäubert. Noch eine Person. 12 Munition habe ich gekriegt. Oh, da gibt es noch mehr. Munition voll. Mehr als 18 kann ich nicht tragen. Wie doof ist das denn? Naja, müssen wir jetzt mit leben, ne? Obwohl, wenn ich gerade schon so an so einem Lager stehe. Kann ich auch gleich ein paar mehr einsammeln. Dann nochmal. Oh, noch mehr? Richtiger Hardcore-Soldat. Okay, die wollen da durch. Das Gefühl, ich will da rein. Gut, das weiß ich auch. Ah, Scheiße. Lass mich los, du Drecksack. Ich weiß ja, warum der Gute da unendlich Munition hat. Ja, genau, hau ihn kaputt. So, schön. 91? Was? War jetzt aber gelogen, was da stand, ne? Stand nicht 91. So. Da ist noch so ein Vogel. So, jetzt reicht's aber. Das sind genug Zombies für heute. Ich will jetzt noch lecker was essen und dann gehe ich schlafen. So, nein, Quatsch. Wir wollen natürlich Zombies en masse. Deswegen spielen wir dieses Spiel ja. Ein Zombie kommt halt selten allein. Hopp. Hopp. Oh, ja, mal eben so einen Hopser gemacht. Ungewollt. Oh, Wasser. Randy kann doch nicht schwimmen, Freunde. Alle, oh, oh, Alter. Alter. Ich glaube, ich sollte laufen. Alter, ist das Haus, steht das hier fast zusammen? Da hinten der Zaun, der sieht aus von wie von Jurassic Park. Was ist jetzt hier für eine... Problem. Wieso komme ich jetzt hier nicht durch? Nee, das ist es auch nicht. Muss ich mich ducken? Nee. Soll das Ding weghauen? Nee, warum komme ich hier nicht durch? Hm. Ich habe ein Problem, ich komme hier nicht durch. Rätsel? Fragezeichen? Ich spring mal zurück. Ah, hier geht's in die Hose. Das bringt mir nichts. Aber wie? Was ist denn jetzt passiert?
Randy macht einen Buggy im Wasser. The safe point is no more than a trap used to hunt the survivors. Dann laufen wir mal schneller. Genau, das war nämlich eine Falle. Ach du Scheiße. So viel zum Thema Falle. Okay, das Haus bricht zusammen. Das the heißt, safe point is no more than a trap used to hunt the survivors. Nämlich alles zusammen. Wirklich, nicht schnell genug. Also hier musste manchmal echt dann, also es gibt hier Stellen, da musst du deine Steuerung echt beherrschen. The safe point is no more than a trap. Da bitte keinen Fehler vertrieben. Absolut gar keiner. So wie hier. Das ist quasi echt eine krasse Kombo von Tastatur beziehungsweise Joypad-Tasten. So. Wie werde ich euch jetzt los? Was mache ich denn hier? Ja, so kann man natürlich auch drauf gehen. Kriegen die mich hier oben nicht? Die kriegen mich hier oben gar nicht. Ist ja lustig. So, nochmal. Den Mega Jump. Sag mal, ja, Freunde. Hier vorne steht wieder so ein Militär-Yogi. Das heißt, ich habe hier alle Zeit der Welt euch. Okay, ich mach Krach. Ich mach auch nicht gerade wenig Krach. Das sind Zombies, wo nicht zu gefallen scheint. Oder genau das sind Zombies, zu gefallen scheint. Es kommen immer mehr. Okay, das hier wird nur endlose Geschichte. Das tue ich mir natürlich nicht an. Stellt sich nur die Frage, wie komme ich hier weiter? Ich muss da oben ran. Moment mal, ich habe eine Idee. Geht das irgendwie runter? Nein. Muss ich mir das runterschießen? Ne, sieht auch nicht so aus. Was muss ich hier tun? Liebe Freunde, was muss ich hier tun? Ich habe das Gefühl, ich muss da rüber springen. Ich muss da irgendwie drankommen. Aber irgendwie... Ist das Fehlanzeige? Was muss ich da oben tun? Das ist die große Frage. Bin mir absolut nicht sicher. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir das in dieser Folge gar nicht rauskriegen werden. So, die Tür schließt sich hinter uns. Ich sehe jetzt hier keine wirkliche Möglichkeit, das jetzt in 30 Sekunden zu schaffen. Das bedeutet, ich werde jetzt erstmal die Folge beenden. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Also es wird immer kniffliger, es wird immer lustiger. Also mir macht dieses Spiel wahnsinnig viel Spaß und ich hoffe euch auch. Und ich hoffe, ich kann euch beim nächsten Mal wieder begrüßen. Also bis dann, tschüss.